Ist bei den Intensivbettenzahlen gemogelt worden. Genau bei dem Faktor, der immer als Hauptgrund für den Lockdown, für die ganzen harten Corona-Maßnahmen genannt wurde. Heute hat Dr. Matthias Schrappe ein Papier vorgelegt mit 9 anderen Forschern, das in einer normalen Demokratie wie eine Bombe hätte einschlagen müssen, denn es zieht die Hauptbegründung für den Lockdown, für all das, was wir jetzt erleben, massivst in Zweifel. Und Dr. Schrappe ist nicht irgendwer, der war von 2007 bis 2011 Vizechef des Sachverständigenrates im Gesundheitswesen. Er ist Gesundheitsökonom, ein renommierter Mediziner, und er hat sich mit diesen 9 Kollegen, die das Allerheiligste der deutschen Corona-Politik angeschaut, die Situation auf den Intensivstationen und was er da zutage gefördert hat. Es ist unglaublich. Und nur die Welt hat bisher darüber berichtet und ich habe jetzt auf meiner Seite das übernommen. Bei der Welt ist es leider hinter einer Bezahlschranke. Ich erzähle Ihnen nur die Eckpunkte. Es ist so atemberaubend, es ist so unglaublich, dass man es wirklich im Detail lesen muss. Und man kann es eigentlich nicht anders interpretieren, dieses Papier, als dass hier manipuliert wurde. Da geht es um Subventionsbetrug, um Manipulationen mit Zahlen. Es ist unfassbar. So ist zum Beispiel die Zahl der Intensivbetten im letzten Sommer rückwirkend jetzt plötzlich gesunken um einige Tausend in den Statistiken des DIVI bzw. des RKI. Also man hat einen rückwirkenden Intensivbettenschwund. Das ist phänomenal. Es wird auch eine umfassende Statistik aufgeführt, zum Beispiel mit anderen Ländern wird verglichen und da kommt heraus, dass die Deutschen offenbar sehr viel schneller mit Covid-19 auf die Intensivstation kommen, sehr viel länger auf den Intensivstationen sind und es sind Fragezeichen über Fragezeichen und immer die große Frage, liegt das an finanziellen Anreizen, die da geschaffen wurden. Genauso der Rückgang der Bettenzahlen, auch da gibt es unglaubliche Gleichheiten wieder mit der staatlichen Subventionspolitik. Also es ist wie ein Thriller. Man muss das wirklich lesen. Es ist unglaublich und man fragt sich, wo sind wir denn? Warum gibt es da nicht gleich einen Untersuchungsausschuss? Warum ist das nicht das große Thema heute in allen Medien? Es kann ja durchaus sein, dass sich Dr. Schrappe hier irrt mit den 9 anderen Forschern, aber das muss doch diskutiert werden. Das ist die wichtigste Begründung, die wir immer wieder hören in Sachen Corona, die Intensivstationen, und dann wird das hier zerlegt. Ich habe ja Jens Spahn in der Bundespressekonferenz gefragt. Und da hat er mir geantwortet, es gebe zu wenig Personal, das sei das große Problem. Auch da hat Schrappe interessante Erkenntnisse gewonnen, und zwar, dass das Personal gestiegen ist in dieser Zeit. Und er verweist auch darauf, dass es keinerlei Aufrufe gab, zum Beispiel Pfleger, die ausgestiegen sind, das waren ja sehr viele, wieder zurückzuholen, etwas zu unternehmen. Und es ist eine Anzahl hier von Widersprüchen, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Das ist wirklich phänomenal, was hier alles vorhanden ist und was hier alles zutage kam. Es ist eigentlich eine Bankrotterklärung für die deutsche Corona-Politik und vor allem für die Begründung für diese Corona-Politik. Mein erster Eindruck war, das droht hier zusammenzubrechen wie ein Kartenhaus, auch wenn es natürlich andere Begründungen gibt. Aber ich frage mich da ohnehin, was ist mit meiner Logik nicht in Ordnung? Es hieß ja immer, man müsse die Risikogruppen schützen, deshalb die Maßnahmen im letzten Jahr. Nun sind die Risikogruppen, das heißt es einhellig, geschützt. Alle so wunderbar geimpft, funktioniert so prima. Warum bitte müssen wir dann weitermachen? Dann wird auf Long-Covid verwiesen. Da sagt dann aber selbst der hauptverantwortliche Wieler bzw. sein Stellvertreter, wir haben da noch keine ausreichenden Datengrundlagen. Also wir sperren die Leute weg für etwas, wo wir keine ausreichenden Datengrundlage haben. Wir wollen die Kinder impfen, obwohl von den Kindern ganz, ganz wenige, also ist Gott sei Dank ein minimalster Anteil an Kindern, die schwer an Covid-19 erkranken. Wir reden dann von Long-Covid bei Kindern, wo aber Kinderärzte sich hinstellen und sagen, sie treffen das kaum an.
Wir haben einen Lockdown, der offenbar zu einer Art Selbstzweck geworden ist. Vielleicht, damit sich die Leute impfen. Also die Risikogruppen, die sind jetzt geschützt, weil sie geimpft sind. Jeder hatte die Chance, das ist allgemein bekannt. Die Intensivstationen sind nicht überlastet, das wird zugegeben. Sie waren nie überlastet und sie waren auch nie nah an einer Überlastung. Das wird auch in diesem Papier noch einmal ausgeführt. Über Long-Covid wissen wir nichts Genaues. Es gibt keine belastbaren Belege, so gut ich informiert bin und auch nach dem, was das RKI sagt. Sie sagen ja immer nur Hinweise, aber keine belastbaren Beweise, dass das wirklich so schlimm ist. Warum sind wir dann im Lockdown? Warum die Unterteilung in Menschen erster Klasse, Menschen zweiter Klasse? Es sind Fragen über Fragen. Ich werde daraus nicht schlau. Dieses Papier, schauen Sie es an, lesen Sie den Artikel, unglaublich. Und die große Frage ist, wird das irgendwann lawinenartig zusammenbrechen, diese aktuelle Corona-Politik, wie wir sie haben? Und vor allem der harte deutsche Kurs. Ich hatte erst kürzlich wieder hier einen Medizinprofessor zu Gast, dessen Sohn lebt in Amerika, der sagt, der lebt dort relativ normal, ist überhaupt kein Vergleich. Aus der ganzen Welt hört man das. Was läuft hier falsch in Deutschland? Warum haben wir wieder diesen Fanatismus, den wir dann ja auch der Welt aufbinden wollen und zumindest der EU? Fragen über Fragen, Antworten habe ich nicht für Sie, aber ich bitte Sie, sich selber diese Fragen zu stellen. Ich halte sie für sehr spannend. In diesem Sinne alles Gute, schönen Sonntag noch. Danke, ciao. Ja, und bevor ich es vergesse, noch was sehr Unschönes, aber schauen Sie es an, auf meiner Seite heute ein Bericht. Die Humboldt-Uni hat ein Papier vorgelegt, wie man Impfmuffel zum Impfen motivieren kann. Das geht von Geld bis zu massivem sozialen Druck. Also ein unglaubliches Papier, wo ich mich wirklich frage, wo sind wir denn? Wo leben wir? Wollen wir wirklich so eine massive Zweiklassengesellschaft? In den USA gibt es Bundesstaaten, die sogar die Privilegierung von Geimpften jetzt verbieten. Und wir gehen mit 7-Meilen-Stiefeln in die umgekehrte Richtung. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao. Ja, und ein Backstage habe ich heute nicht für Sie, aber spannende Nachrichten. Es wird noch spannender als ein Backstage. Wenn alles klappt, wird heute Nacht meine Seite umgestellt. Dann haben Sie ab morgen früh die neue Seite. Wenn es nicht klappt, haben Sie im schlimmsten Fall gar nichts mehr, zumindest zeitweilig. Aber drücken Sie die Daumen, dass das klappt. Und ich hatte ja schon dieses schöne Dankeschön-Video mit Zuschriften aus dem ganzen Land und Aufschriften mit dem Seitennamen. Und das hat jetzt ein Profi in die Hände genommen, weil ihm das sehr gefiel und er hat das nochmal neu aufgenommen, neu vertont und hat da ein wirklich professionelles Video draus gemacht. Das kommt dann auch auf die Seite heute Nacht oder morgen. Schauen Sie rein, alles Gute, danke, Grüße aus Charlottengrad.